Zelt ist da, das Setup steht. Wir sind alle aufgeregt, ich wahrscheinlich am meisten. Das nächste Panel im AI and Technology Track diskutiert die Möglichkeiten, die Beschränkungen und die Risiken von Extended Reality, künstlicher Intelligenz und dem Metaverse im Bildungsbereich. Und mit diesem Experiment befinden wir uns tatsächlich im meta-hybriden Bereich. Und wir befinden uns in Berlin und in Karlsruhe gleichzeitig. Und ich stelle nur ganz kurz vor, in Berlin haben wir Rolf Kruse, Theresa Hirzle, Jonathan Müller. Und in Karlsruhe haben wir Lilly Kruse, Thorsten Fell, Patrick Geppert und Martin Fischer. Und ich übergebe an euch und freue mich total. So, vielen, vielen Dank für die Anmoderation hier in Berlin. Das Ganze ist ein... Genau, ich werde jetzt gefragt von Thorsten, den ich hier bei mir schon sehe, als Avatar vor Ihnen. Der Jonathan versucht, ein Bild für Sie hier bei mir in Berlin zu produzieren, damit Sie verstehen, was wir sehen. Das heißt, wir haben zwei Standorte. Einmal Karlsruhe, die LearnTech, weil in dem Moment, wo die Termine rauskamen, LearnTech, University Future Fair, dachte ich, was machen wir denn jetzt? Aus der Not eine Tugend, wir teilen uns auf und kommen doch wieder zusammen. Das war die Idee, warum wir heute hier stehen und uns mutigerweise etwas vorgenommen haben, zu kombinieren, was ich zumindest so noch nicht getan habe und auch noch nicht gesehen habe. Also eine Panel-Diskussion an mehreren Standorten. Das wird sicherlich hier und da zu Verzögerungen führen. Zum Beispiel stehen jetzt bei mir alle anderen, sind gerade eingefroren. Wie ist es bei dir? Bei mir bewegen sich alle. Bei dir bewegen sich. Das ist schon mal ganz gut. Bei mir sind sie eingefroren alle. Wir sind jetzt auch eigentlich vollständig, aber die bewegen sich nicht mehr von mir. Wie ist es für dich, Jonathan? Bei mir ist optimal. Bei dir ist optimal. Dann würde ich... Wir würden kurz die Zeit nutzen, der Patrick und ich, vielleicht hier vor Ort schon mal so ein bisschen das Thema XR und KI einzuleiten. Vielleicht stellen wir uns ganz kurz vor, Patrick, willst du vielleicht ganz kurz was sagen? Weil mich kennt man, glaube ich, hier eher auf der Bühne wie dich. Okay, ich gehe mal durch den Avatar von Berlin durch. Ja, ja, hallo, herzlich willkommen bei unserem ersten super vernetzten Experiment. Mein Name ist Patrick Geppert. Ich bin Gruppenleiter am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz im Gebiet Effective Computing. Wir untersuchen, wie wir das Erleben, das menschliche Erleben mit Technologie angenehm gestalten, entwickeln dazu dedizierte Modelle, natürlich auch KI-Modelle und arbeiten interdisziplinär. Das heißt, wir haben Psychologinnen und Psychologen, Menschen im Learning Science in unserem Team und ich freue mich hier zu sein und dieses weltweit erste vernetzte Experiment miterleben zu können. Ja, Patrick, das ist ja auch total interessant. Du bist ja auch da in der Forschung extrem schon lange unterwegs und machst ja auch viel mit Avataren unter anderem, mit Embodiment und so weiter. Wie gesagt, mich kennt man glaube ich, Thorsten Fell, wie der Kurator von der Area. Wie gesagt, das ist ein Stück weit für uns, dass ich ein Riesenexperiment. Teil funktioniert schon, wir sehen ja Avatare jetzt gerade nicht auf dem Display, aber wir sehen tatsächlich hier, stehen bei uns jetzt Avatare von den Kollegen in Berlin. Ja. Wir hören sie aber leider noch nicht, das ist eben das Thema Audio noch, das bringen wir hoffentlich gleich noch hin. Und die Idee ist, dass wir an mehreren Standorten in der Welt ein gemeinsames Podiumsdiskussion aufmachen zum Thema XR und KI. Vielleicht können wir ja schon mal so ein bisschen versuchen, inhaltlich einzuleiten. Also. Wenn du heute so die aktuelle Entwicklung siehst im Bereich jetzt XR und KI, mit was beschäftigt ihr euch da gerade? Also das ist natürlich ein Riesengebiet. KI, da kriegt man zigtausend Antworten, je nachdem, wen man fragt, was KI ist. KI wird heutzutage gerne eingesetzt, um Inhalte zu generieren, also generative KI. Das kennt natürlich jeder mit ChatGPT, aber es lassen sich auch 3D-Welten generieren, basierend auf einfachen textuellen Beschreibungen. Und es kommt natürlich darauf an, nicht nur das zu machen, sondern wir wollen ja Menschen verbinden, wir wollen einzigartige Erlebnisse generieren. Und deswegen koppeln wir das mit VR- oder AR-Technologie, um Menschen zusammenzubringen in besonderen Situationen oder in Situationen, in denen Menschen Hilfe brauchen.
Das kann zum Beispiel sein, wenn ein Kind von seinen Eltern getrennt ist und ich biete die Möglichkeit durch die Technologie, dass die beiden gemeinsam oder die Familie gemeinsam etwas erleben können, dann ist das ein Fortschritt, würde ich sagen. Jetzt geht's ja um das Thema Social unter anderem, auch hier heute, sozusagen. Wo sind da jetzt von eurer Seite so in den letzten Jahren Erkenntnisse, wie muss man denn sowas gestalten? Gibt es da zwei, drei Erfolgsfaktoren, wo du sagst, das wäre wichtig, wenn wir so Social Events sehen, KI, geschützte Avatar, Agent, das ist ja auch nochmal eine große Unterscheidung, vielleicht kannst du da noch ein, zwei Worte dazu sagen. Also das Thema Social ist sozusagen das wichtigste Thema, was uns Menschen angeht. Da ist die Beziehung im Spiel und man kann eine technologische oder... So, weg waren Sie. Gut, dann würde ich mal die Gesprächspause nutzen, um hier nochmal ein bisschen Sortierung reinzubringen. Die Kollegen gehören natürlich nicht, ich weiß nicht, ob Sie es hier vermittelt bekommen durch das Bild von Jonathan, nicht da, sondern da, gucken uns an. Ja? Das justieren wir einfach gedanklich ein bisschen dorthin. Weil so können wir eigentlich denen gar nicht so ganz genau zuhören. Scheinbar hören Sie uns nicht. Die eigentliche Moderatorin, Lilly, meine Tochter, die übernommen hat von dem Raphael Zender, der leider erkrankt ist und das übernehmen wollte. Genau, die joinen jetzt gerade zurück, die kommen als blaue Avatare gerade sozusagen nochmal in die Szene zurück. Positionieren sich hoffentlich dann an der richtigen Stelle auch. Genau, dann würde ich mal die... Also vielleicht nochmal ganz kurz so, ich werde immer wieder gefragt, Assistenten, Agents, was sind da vielleicht so Merkmale oder sagst du, das sind die Unterscheidungen? Ich glaube, wir haben zwei Veranstaltungen, die nicht synchronisiert sind. Ja. So. Wir machen mal einen Test. Lilly, hörst du mich? Gut, ich rede mal weiter, damit es ein bisschen hier unterhaltsam bleibt. Ja. Genau, ein Teil des Themas XR und AI ist ja, wie verbinden sich eigentlich die beiden Sachen? Und ich habe jetzt hier, wenn jetzt sozusagen die Karlsruher schon ein bisschen ihre Experten dort gerade in Stellung gebracht haben, würde ich sagen, bin ich auch gerade wieder rausgeflogen. Zumindest sehe ich jetzt euch nicht mehr an dieser Stelle. Ich schiebe es mal einfach aufs Internet. Genau. Wir warten so lange, bis wir was hören, oder? Das ist übrigens meine Tochter, die das alles vorbereitet hat, mit der ich mir eigentlich die Moderation teile. Genau. Das ist genauso, wenn wir jetzt hier real stehen, wir nebeneinander. Und sozusagen jetzt warten müssten, bis du jetzt eigentlich die Antwort gibst und ich warte dauernd. Und es passiert nichts. Und das haben wir natürlich im technischen Bereich durch die technischen Rahmenbedingungen. Natürlich ist es ja jetzt auch ein bisschen strange, das kann ich sagen. Ich gucke hier jetzt gerade durch die VR-Brille an. Und wir stehen hier schließlich sozusagen im Hintergrund, sieht man ja auch so ein bisschen, hier sind ja auch Avatare, die eigentlich hinter uns stehen. Gut. Also wir haben das natürlich vorher getestet, natürlich hat das vorher funktioniert, aber das ist der Unterschied zwischen Labor- und Live-Situation, dass doch irgendeine Rahmenbedingung anders ist. Genau. Genau. Das ist für mich sehr schwierig, weil ich höre den Kollegen, der hinter mir steht, jetzt gerade sprechen. Es gibt so ein paar Grundannahmen in dem Setup, die, wenn sie nicht gegeben sind, das doch ein bisschen schwierig machen. So. Dann würde ich einfach mal gucken, dass man gegebenenfalls auch, weiß ich nicht, bei dir den Ton leise macht aus dem Karlsruhe, dass wir... Weil ja, ich denke, wir machen für sich und wir sprechen mal miteinander. Weiß ich nicht genau.
Ich versuche nach wie vor Synchronisation mit den Karlsruhern herzukriegen, aber die machen, das scheint nur begrenzt gut zu funktionieren. Internet bricht, glaube ich, jetzt auch noch mehr weg. Zumindest wird der Ton für mich schlechter. Wie ist es bei euch? Bei mir geht's. Aber wenn der Stream nicht funktioniert, dann können wir doch einfach parallele Veranstaltungen parallel anfangen zu diskutieren. Müssen wir den Ton dann leider wegkriegen. Aber der Ton ist ja nur lokal am Headset jetzt, oder? Ja. Was hast du gemacht? Ton aus! Gut. Dann machen wir es mal hier so. Wir haben uns hier verabredet eigentlich zu einem größeren Kreis. Wenn die Synchronisation jetzt nicht klappt, nutzen wir auf jeden Fall die Gelegenheit. Ich habe hier neben mir die Professor Dr. Theresa Hirzle. Sie ist Professorin an der Uni in Kopenhagen und beschäftigt sich dort mit der Schnittstelle eben zwischen XR und KI, das was ja unser Thema ist. Und Theresa, wir kennen uns noch nicht lang, aber wir haben jetzt in den Vorgesprächen schon einen sehr guten Draht miteinander bekommen über die Themen. Ihr habt ein Review gemacht, was denn so die Möglichkeiten sind. Die sind beides ja Themen, die nicht nur hier und heute andauernd auftauchen oder sowas, sondern auch die EU hat in ihrem Strategiepapier, die Kommission hat die Themen KI, XR und noch weitere Themen identifiziert als strategische Punkte, nicht explizit für den Bildungsbereich, sondern insgesamt als Feld, was Gesellschaft und Wirtschaft voranbringt. Was habt ihr herausgefunden, XR und AI? Ja, ich führe vielleicht mal genereller ein, weil ich glaube, das Publikum auf der Berliner Seite hat noch nicht die Einführung zur XR bekommen. Also worüber wir generell sprechen wollen, ist, wie können wir Extended Reality in der Lehre einsetzen? Wenn wir über Extended Reality sprechen, meinen wir generell virtuelle und Augmented Reality. Das heißt, wir haben entweder komplett virtuelle Welten. Das wäre jetzt, wenn wir hier nur einen Stream von Avataren hätten, ohne irgendeinen Durchblick in die reelle Welt. Oder wir haben Augmented Reality. Und das ist das, was wir gerade versuchen. So, idealerweise sehen Sie die reelle Welt und Sie sehen auch eine virtuelle Repräsentation von den Personen, die irgendwo anders sind. Und die Idee ist, wie können wir das einsetzen, um Leute zu verbinden und im besten Fall natürlich für Lehre und Fortbildung. Und was wir in dem Review uns angeguckt haben, ist, wie sieht die Schnittstelle aus, ganz generell von Extended Reality, also diese virtuell-reelle Verbindung und Machine Learning oder breiter noch AI. Und da haben wir verschiedene Kategorien gefunden. Eine Kernkategorie ist natürlich, wir brauchen AI-Technologie, um sowas überhaupt möglich zu machen. Wir brauchen das, um den Raum zu tracken. Was wir hier eigentlich vorhatten, ist, wir haben hier einen Tisch, und der Berliner Tisch, und wir haben hier den Karlsruher Tisch. Und idealerweise hätten wir ein Modell der Welt, was sich aufeinander mappt. Und um das überhaupt herstellen zu können, brauchen wir Machine Learning-Techniken, die den Raum verstehen. Was aber vielleicht für uns interessanter ist in dem Lernkontext ist, wie können wir KI verwenden, um eine Repräsentation der Menschen zu schaffen. Das kann einerseits sein, um die Avatare, die Sie sehen, sind natürlich nicht reellen Personen gleich. Also ja, man sieht, ich habe jetzt vielleicht braune Haare auch in meinem Avatar, aber natürlich sieht der Avatar anders aus wie ich als Person. Es gibt aber KI-Ansätze, aus denen wir aus Fotos fotorealistische Avatare erstellen können, die wir dann in VR oder AR nutzen können. Und idealerweise, wenn wir jetzt uns vorstellen, dieses Setup in 10 Jahren, dann hätten wir hier vielleicht wirklich Hologramme von den Karlsruher Leuten hier stehen. Okay. Und allein um diese Personen zu erstellen, brauchen wir KI. Und vielleicht das Letzte, was interessant ist, ist, wir können natürlich auch verschiedene KI und oder statistische Modelle verwenden, um was über die Leute zu lernen. Was diese Headsets ja haben, ist, die haben Kameras, um nach außen zu tracken. Die haben aber auch Kameras, um nach innen zu tracken. Die können zum Beispiel tracken, wo ich hinschaue. Und solche Informationen können wir eventuell, wir arbeiten gerade daran, auch verwenden, um Aufmerksamkeitszustände zum Beispiel über eine Person zu lernen. Und das könnte man dann ja, wenn man in Richtung Lernen denkt, vielleicht da wieder einsetzen, um zu verstehen, wir haben jetzt gerade eine
eine virtuelle Lernwelt und die Person, die aber sich in der virtuellen Lernwelt aufhält, ist gerade komplett überfordert, weil sie vielleicht aufmerksamkeitsmäßig gar nicht die Kapazitäten im Moment hat, irgendwas aufzunehmen, was wir zum Beispiel über Eye-Tracking rausfinden könnten. Gerade bis eben hat es für mich perfekt funktioniert. Die Kolleginnen und Kollegen standen für mich visuell an der richtigen Stelle. Ich weiß nicht, für dich, Jonathan, das Kamerabild, bewegen die sich für dich noch? Dann ist das gut. Dann bin nur vielleicht ich wieder rausgeflogen. Für mich bewegt sich auch alles perfekt. Okay, dann ist meine Brille einfach schlechter als eure. Und dann geben wir die alte Informatikerweisheit. Have you tried to turn it off and on again? Einmal durch. Weil ich hätte jetzt sehr gerne, und vielleicht kann das dann einfach jemand anderes überleben, den Kollegen aus USA gefragt, weil wir nutzen natürlich das Setup auch noch, jetzt hier passiert ein bisschen was. Ich sehe blaue Schlümpfe, die sind am Anfang die Avatare. Genau. Und ich winke jetzt mal in die Runde, um zu testen, ob bei euch da drüben was ankommt irgendwie. Lilly, hört ihr mich irgendwie? Ja, wir können uns hören? Ja, können wir. Das ist, ja, das Setup stimmt jetzt für mich, also mit einem etwas Delay hier von unserer Seite aus können wir miteinander kommunizieren. Wir haben von euch mitbekommen, Thorsten hat sich mit Patrick, den ich gerade nicht sehe, unterhalten über was ist XR, was ist KI, auch über Personen. Ich würde jetzt die Gelegenheit noch nutzen, den Dirk Reiners kurz einzuführen. Dirk, bist du da? Muss ich ja das so fragen. Bist du? Ich kann mich hören, aber nicht sehen. Also doch eine der Hallo. Genau, aber lieber Dirk, wir kennen uns schon sehr lange. Du bist in Amerika, wir haben beide eine lange Historie im Bereich von Extended Reality und XR-VR-Sachen. Was ist sozusagen deine Einschätzung? Ihr arbeitet auch an KI-Sachen. Was macht ihr da genau und was ist so der Schwerpunkt eurer Forschung da? Ja, ich habe so das Gefühl, der letzte einer aussterbenden Rasse. Ich bin eigentlich als KI-Skeptiker. Ich bin da immer sehr vorsichtig, wenn die Leute das so hochhalten. Aber es gibt da doch Bereiche, wo die KI wirklich enorme Erleichterungen, enorme Leistungen bieten kann. Und halt Sachen macht, die irgendwie von Hand quasi unmöglich sind. Und da benutzen wir sie dann natürlich auch. Zum Teil halt das, was jeder kennt, ChatGPT und ähnliche quasi Interaktionsmethoden in natürlicher Sprache. Natürliche Sprache ist immer sehr schwierig, da kann die KI wirklich ganz tolle Sachen machen. Das machen wir auch in Kombination mit VR. Wir haben Projekte, die versuchen, künstliche quasi Kollegen zu erzeugen, um die Arbeit von bestimmten Gruppen zu erleichtern. Das heißt, wir brauchen nicht 5 oder 6 Leute, wir können auch mit 3 Leuten arbeiten und machen halt 2 künstliche Avatare oder künstliche Menschen dazu, die halt dann einfache Aufgaben übernehmen und die halt Sachen machen, die für die echten Menschen zu schwierig sind, weil einfach der Information Overload in verschiedenen Bereichen, mit denen man was zu tun hat, einfach eine Realität ist. Und Computer sind halt KI oder nicht KI in Sachen, die eine hohe Aufmerksamkeit und keine Ermüdung erfordern, immer noch besser als die Menschen, wo sie halt nicht so gut sind. Die Kreativität, auch mit KI nicht unbedingt. Und da arbeiten wir halt daran und sind halt sehr interessiert, wie können wir Aufgaben verteilen, die für den Computer gut sind, die dann den Menschen entlasten können und den Menschen die Aufgaben überlassen, für die sie halt besser geeignet sind. Dankeschön, Dirk. Ich würde mal an Lilly übergeben. Ich denke, wir haben diese Themen Begriffsbestimmung schon mal angerissen. Wir haben nach den Überlappungen gefragt. Aber jetzt nochmal bezogen auf den Lernbereich oder für die Frage der Präsenz, hast du eine Frage vorbereitet? Genau. Also euch jetzt in Berlin oder auch dich, Dirk, in den USA sehen können, haben wir ja jetzt Avatare vor uns stehen. Das heißt, wir haben ein Gefühl der Präsenz, das wäre jemand bei uns. Natürlich ist das nicht das Gleiche, als wenn wir jetzt wirklich mit jemandem zusammenstehen. Und da hätte ich tatsächlich jetzt die Frage an dich, Patrick, wie ist das Ganze denn? Du arbeitest mit der Modellierung der menschlichen Gesamtheit. Was bedeutet das dann jetzt, diese Präsenz, die wir jetzt fühlen, vielleicht auch in dem, was ihr erforscht oder ausgefunden habt? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage und da bedarf es einer kleinen Erklärung, was für uns Menschen wichtig ist.
Und für uns wichtig sind erstmal natürlich andere Menschen. Und wenn die sozusagen eine Repräsentation haben, ein Bild haben, was man aus Zoom herkennt, was man aus Teams herkennt und anderen Videoübertragungs-Stream-Technologien, dann ist das ein erster Schritt. Ein weiter wichtigerer Punkt ist die Situation. Und vielleicht hat das jeder schon mal mitbekommen, wenn man in Teams zu Hause im Pyjama sitzt, die Kamera ist nicht an oder man hat nur ein Hemd sich übergeworfen, dann weiß man, man ist nicht wirklich mit den anderen zusammen im Raum. Und diese Technologie, die wir jetzt hier gerade austesten, da ist es so, dass wir ein gemeinsames Situationserleben haben. Und das ist ein wichtiger Punkt, der einen Mehrwert bringt. Man sagt, es ist immersiver. Tatsächlich ist es eben so, dass wenn ich die Kollegen aus Berlin oder aus USA sehe, dann können die mir sogar, wie wenn ich jetzt in einem Raum sitzen würde, zunicken, ein sogenanntes Feedback-Channeling machen. Und das gibt mir zusätzlich das Gefühl, tatsächlich in der Situation zu sein. Und das ist ein deutlicher Mehrwert, das ist total spannend. Natürlich sehen wir auch, ich sehe es jetzt nicht richtig, aber oder Sie, ich weiß nicht, ob Sie es sehen, es gibt ein gewisses Delay, eine gewisse Verzögerung. Und daran müssen wir noch arbeiten. Aber das ist sozusagen auf der Basis, wie kriegen wir schnell Daten von A nach B. Ansonsten finde ich das klasse. Wie ist denn das Ganze, wenn man sich jetzt mit dem Thema KI viel beschäftigt, auch im Lernkontext, das ist ja aktuell noch so, dass wir ein Eingabefeld haben, etwas schriftlich verfassen, ChatGPT zum Beispiel fragen, wie könnte das Ganze denn mit dem Thema Embodiment, also Verkörperung aussehen? Ja, also wie gesagt, das Gebiet Effective Computing, das beschäftigt sich damit, wie erleben Menschen eine Situation. Und Embodiment ist ein ganz, ganz großer Aspekt davon, weil ich erlebe eine Situation durch meinen Körper. Und das ist auch die Motivation, warum ich VR und AR oder XR-Technologie habe, damit ich eben an dieses Erleben über dieses Medium, Video und so weiter, näher drankomme. Dann Dankeschön. Dann würde ich Thorsten an dich die Frage stellen, wie sieht das Ganze denn in der Praxis aus? Du beschäftigst dich ja viel mit dem Thema Corporate Learning, also in der unternehmerischen Außenweiterbildung. Was passiert denn da schon? Vielleicht in Bezug aus der Forschung, was passiert in der Praxis? Wir hören den Thorsten jetzt hier nicht. Ich könnte jetzt annehmen, was Thorsten sagt und Ihnen das sozusagen darstellen. Also. Mir scheint, dass dort eine angeregte Diskussion stattfindet. Hört ihr irgendwas von denen? Hörst du? Nee, aber ich sehe, dass sich was bewegt. Genau, sie sprechen miteinander. Der konkrete Ton ist jetzt hier bei uns gerade nicht draußen hörbar. Das liegt aber nicht an unserem lokalen Tonmensch, ne? Weil ich höre jetzt. Nee. Okay, also der Ton kommt nicht rein. Entweder es fängt sich von selbst, das wäre am besten. Oder joinen wir nochmal dazu. Was schlagt ihr vor? Es hat jetzt für einen Moment lang, finde ich, ganz gut funktioniert. Ich wollte es mal positiv formulieren. Wir gehen einmal raus, wieder rein. Ja? Nein? Ja, nein? Okay, was? Also wir bedienen jetzt hier gerade Menüfelder, die so im Raum auftauchen. Also an der Stabilität müssen wir auf jeden Fall noch arbeiten. Nennen wir es mal Proof of Concept. Die Figuren tauchen wieder auf für mich. Bei mir sind sie noch da. So. Vielen Dank. Ich frage mal an Berlin, könnt ihr uns noch hören? Wir haben euch tatsächlich im Moment jetzt leider den Beitrag von Thorsten nicht gehört, haben die Zeit genutzt, um uns neu einzuloggen bei euch.
Und gleichzeitig ist der Akku von meiner Textvorlage alle gegangen. Wir hatten noch ein kleines weiteres Experiment vor, wo wir dieses Thema Raum noch mal ein bisschen mehr nutzen. Also hier sind wir jetzt als Avatare, wir bewegen uns um diese realen und virtuellen Tische. Wir wollten eine Frage in den Raum stellen: Wie wichtig ist eigentlich Realismus in solchen Setups? Ja, ihr seid ja jetzt hier so, naja, du hattest es angedeutet, so halbrealistisch. Wir würden ein Standogramm gerne machen. Wir würden einfach uns mal tatsächlich virtuell und real dahin bewegen. Und zwar von mir aus auf diese Seite, wenn Realismus schon eine bedeutsame Rolle hat. Und hier, wenn man sagt, es geht eigentlich viel stärker um das Verhalten, die Stimme, alles Nonverbale, ist eigentlich im Endeffekt für eine engere Beziehung bezogen auf Lernen wichtig. Man darf sich auch in die Mitte stellen, da wir sozusagen einen Teil virtuelle Tische haben, kann man sich auch in die Mitte stellen. Also auf dieser Seite, ich hoffe, ihr seht meine Handbewegung, auf dieser Seite, Realismus ist schon eine bedeutsame Sache, dass Leute wollen das, brauchen das, oder es geht eigentlich um andere Dinge im Endeffekt in Beziehung aufzubauen. Dann würde ich mich mal tatsächlich dahin stellen. Wie ist das? Du möchtest in die Mitte stellen? Wir würden uns gerne aufstellen. Das Problem ist, dass der Avatar noch bei uns in der Mitte feststeckt. Ich als Avatar stecke fest? Okay. Das ist schade. Ich bin rausgeflogen und habe mich neu verbunden. Jetzt stehen die Avatare wieder. Aber wahrscheinlich müssen wir alle nochmal raus, weil du musst ja zuerst rein, ne? Ja. Ich glaube, das funktioniert tatsächlich auch so. Siehst du Wolfes Avatar in der Mitte oder bewegt er sich? Wolf ist jetzt hier für mich. Genau, hallo Patrick. Hallo. Okay, genau, hier ist eher nicht so realistisch. Realismus ist ein Faktor, aber es ist nicht kein wichtiger. Dirk ist jetzt auf dieser Seite. Er kann sich sozusagen, ich weiß nicht, wie groß sein realer Raum in Amerika gerade ist. Bei ihm ist ja auch noch mal eine andere Uhrzeit. Genau, er kann sich virtuell bewegen. Genau, also Thorsten und Dirk würden jetzt sozusagen auf der Seite. Hier der Rolf. Hier? Okay, und da, wo Dirk steht, ist die zweite Achse. Okay. Ja? Genau, da drüben. Ist sozusagen, okay. Das ist eher Realismus. Genau. Das wäre welches Extrem? Bei Dirk ist sozusagen Realismus. Okay, dann ist hier Realismus, bei Patrick ist. Genau, bei mir und Patrick ist es eher, sagen es. Genau. Also Menschen modellieren sich natürlich auch übers Aussehen, da bist du ja auch, seid ihr auch dran, aber es geht auch viel Sprache, Duktus. Ihr modelliert ja auch den Menschen eben auch aus einem Verhalten heraus. Ne? Ja. Gut. Das mal so als eine Andeutung von einem Experiment, wie man den Raum natürlich auch nutzen kann. In der Lehre tun wir das ja fast nie, sag ich mal. Also wir stehen immer eher frontal oder sowas, sei denn, es ist Gruppenarbeit. Gut. Genau. Wir gehen wieder zurück. Das hat leider nicht so bei uns funktioniert. Ja. Na gut. Ja. Hoffentlich wird die LearnTech wieder zum gleichen Zeitpunkt wie das Future Festival gelegt nächstes Jahr. Dann haben wir da einen. Ja, aber ich finde, man spürt schon so ein bisschen, dass wir schon einen Dialog führen können. Ja, es gibt so einige Offsets, Delays, aber für mich funktioniert es eigentlich ganz gut. Genau, ich habe ein bisschen den Faden verloren, Lilly. Vielleicht kannst du aufnehmen und uns wieder on track bringen. Wir wollten ein bisschen über Gefahren reden und die Zukunft. Genau, wie die Zukunft aussieht. Also, wir haben Verschiedenes uns nochmal angelesen und es gibt natürlich auch große Herausforderungen und Gefahren. Also ein Titel von einem Artikel heißt, KI wird erstmal viele Menschen unglücklich machen. Und da vielleicht nicht von der Utopie auszugehen, dass KI intelligenter wird und uns übernehmen wird, sondern vielmehr von den sehr praktischen schlechten Erfahrungen, die man machen kann oder auch der zukünftige Missbrauch, der damit passieren kann. Also wir sprechen da von Deepfakes oder auch von der Erstellen von Audiomaterial oder auch Videomaterial. Da wäre natürlich jetzt auch die Frage einmal, wie ihr denn die ganze Zukunft seht. Ich würde sagen, wir machen das einfach lokal, weil ich hier nicht mehr sehen kann. Deswegen die Frage an dich, Thorsten, im Grund auf, ja, auf der Herausforderung oder die Kritik, die es um KI oder auf XR geht, wie sieht denn die Zukunft?
Thorsten hören wir nicht. Oder? Na, Thorstens Antworten gehen auch für uns verschluckt, leider. Auch seine Arme sind doch sehr dehnbar. Ja. Gut, dann würden wir einfach das hier lokal, diese Frage, die Lilly gestellt hat, würden wir jetzt ein bisschen lokal versuchen zu moderieren und gucken, wann Beiträge wieder hörbar sind für uns. Vermutlich läuft es auf ein Rejoin hinaus. Ja, jetzt können wir euch wieder hören. Auch hier, immer wenn Thorsten spricht, bricht es ein bisschen weg. Nicht so gut? Ja, wir hören alle außer Thorsten. Ach so. Ja. Liegt das am Mikro oder am Grill? Das kriegen wir jetzt, glaube ich, nicht raus. Ich kann ja nochmal wiederholen, was du mir hast. Also, dass es um die Inkludierung der Lernerfahrungen geht. Und in diesem Bezug, irgendwas ist so eine Moment. Wir lesen es nochmal neu ein. Aber ihr seid ja auch wieder weg in Berlin, kann das sein? Nee, wir hören euch noch. Also für mich sind die Berliner jetzt eingefroren. Ja, für mich auch. Ach, der war so in den USA? Ja, für mich sind auch alle eingefroren. Okay. Sonst die Frage an dich. Wie siehst du die Zukunft, Patrick? Naja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Auf der einen Seite kann die Technologie helfen, uns zu verbinden. Auf der anderen Seite auch die Technologie, also gerade die KI-Technologie, viele Daten. Das sind personalisierte Daten, das sind Daten, die Menschen zur Verfügung stellen müssen. Und da ist noch einiges zu tun. Wir dürfen den Fehler nicht machen aus meiner Perspektive, dass wir keine Daten sammeln, weil dann verlieren wir den Anschluss zur ganzen Welt, die sonst Daten sammeln. Aber wir müssen uns Gedanken machen, wie gehen wir mit den Daten um? Und das ist eine der größten Herausforderungen der Zeit. Ich glaube, wir haben gute Schritte gemacht. Wir müssen uns noch weitere Schritte tun, um vor allem individuelle Daten, personenbezogene Daten besser zu verarbeiten, dass wir aus der Perspektive des Einzelnen eine Möglichkeit haben, zu sehen, was passiert mit meinen Daten, wie kann ich Daten zurückziehen, die ich produziert habe, um eine Individualisierung meines Lernerlebens, meiner, was auch immer, wo ich diese Daten dafür spende, herzubekommen. Gibt es vielleicht auch eine monetäre Vergütung, wenn ich Daten spende? All das sind Fragen, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen, weil ohne das kann eine moderne KI, die ja datengetrieben ist, nicht funktionieren. Vielen Dank. Bitteschön. Ich glaube, wir müssen uns nochmal neu einwählen. Genau, wir können nochmal einmal testen, uns neu einzuwählen. Ich kriege keinerlei Connection mehr. Wahrscheinlich ist unser Internetvolumen aufgebraucht. Der ist sowieso matt. Also ich komme hier nicht, kann nicht mehr rejoinen. Also erste Regel heißt gutes Internet. Wollen wir uns nochmal neu angehen, oder was? Genau. Also ich sehe weiterhin alle. Ja. Für mich funktioniert jetzt wieder mehr. Ich höre hier nichts auf der Bühne. Aber ich sehe sonst keinen. Ich. Gut, wir geben der Sache mal eine Sekunde. Ich bin drin und ich kann die anderen auch schon sehen. Hallo. Hallo. Okay. In 1-2 Stunden haben wir das im Griff, glaube ich. Genau. Wir müssen auf die Uhr gucken ein bisschen. Lilly, wenn du mich gerade hörst. Ja, ich kann dich hören. Wir sind sozusagen bei der Frage der Risiken. Ich würde das mal mit Theresa hier besprechen. Ist das okay? Ich würde es mit Theresa kurz besprechen.
Okay. Theresa, Risiken, wie schätzt du es ein? Ja, also ich würde mich vielleicht eher auf die XA-Seite konzentrieren, weil ich mich mehr auskenne und weil zu KI auch schon einiges gesagt wurde gerade. Natürlich, jede Technologie hat Vor- und Nachteile und Risiken auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt überlegen, dass wir in dem XA-Raum Identitäten eben auch körperlich darstellen können, dann können wir natürlich über ganz andere Formen von Identitätsklau und solche Probleme sprechen. Ich denke aber, die Vorteile überwiegen, vor allem wenn wir überlegen, dass wir XA als ökologisch extern ökologisches valides Tool einsetzen können, um Verhalten darzustellen und auch zu trainieren. Und ich denke, das ist der große Vorteil, den man nicht aus Hand lassen darf. Also wir können Situationen in einer virtuellen Umgebung üben, trainieren und wir wissen, dass sich sowas dann auch auf die reale Welt überträgt. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich Public Speaking Anxiety habe, kann ich in VR Public Speaking üben mit variierender Größe des Publikums und diese Skills, die ich mir darin antrainiere, kann ich dann nachher in die echte Welt, was echt ist, ist nochmal eine andere Diskussion, in die physikalische Welt übernehmen und dort quasi meine Public Speaking Anxiety auch überkommen. Also ich denke, ich sehe eher die Vorteile, um jetzt mal auf der positiven Seite zu stehen. Wir wollten ja mal eine Tendenz raushören. Genau, ich würde jetzt auch mal an Dirk, den ich im Moment, glaube ich, live sehe, die Frage, du hast ja gesagt, du bist Skeptiker, wo sind sozusagen aber die Lücken, wo man sagt, da sollte man weiter reingehen in dieser Schnittmenge XR, AI, Conversational Agents. Der Skeptik ist mehr auf der Linie, dass viele Leute glauben, dass KI mehr kann, als sie wirklich kann. Also da muss ich dann schon sagen, wenn man sich den 5. oder 6. ChatGPT-Text anguckt, dann weiß man, dass es von ChatGPT generiert ist. Man hat, glaube ich, wenig Illusionen, dass das intelligent ist. Aber grundsätzlich ist natürlich schon, das Thema Deepfakes wurde schon angebracht, es gibt Sachen, wo die KI enorm gefährlich ist, weil es halt sehr schwierig ist festzustellen, was ist KI generiert und was nicht. Text gehört da nicht dazu, aber Bilder und Animationen sind wirklich beeindruckend und erschreckend. Ja. Auf der XR-Seite habe ich da weniger Bedenken. Ich denke mal, wir sind noch nicht so weit, dass irgendjemand sich in virtuellen Welten verliert. Also Ready Player One, so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Dafür ist das einfach alles zu unbequem. Ich warte schon darauf, dass wir hier Platz sind, dass das Ding wieder abnehmen kann. Aber das Risiko ist, glaube ich, wird überbewertet von meiner Seite. Da sind wir noch nicht so weit. Ja, darf ich da noch eine Nachfrage stellen? Du hast ja einen Einblick, klar, wie es in Amerika stattfindet. Was würdest du als der Herangehensweise in der Kultur vielleicht als Unterschied sehen? Das macht es jetzt schwierig, dass ich seit 20 Jahren nicht mehr in Deutschland lebe, deswegen kann ich das nicht so ist okay, ist okay. In Deutschland gerne könnte. Ja. Aber hier ist, also ich bin natürlich schon biased, weil ich ein VR-Forscher bin und alle Studenten in meinem Lab haben alle ihr eigenes Headset und so ist das wahrscheinlich keine repräsentative Schnittmenge. Aber ich denke mal, Akzeptanz von VR und XR ist schon da. Also auch, wir arbeiten auch viel mit Industrie. Das Thema ist sehr heiß und viele Leute sind daran interessiert und ich glaube, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie das sinnvoll und nützlich eingebaut und verwendet werden kann. Also ich denke mal, die Risiken sind da vorhanden und auch bewusst, aber die Vorteile überwiegen dann doch. Insofern würde ich da jetzt nicht irgendwie davon Abstand nehmen, nur weil potenzielle Risiken bestehen. Dafür ist das Potenzial der positiven Effekte halt doch deutlich größer. Ja. Gut, dann würde ich mal abgeben an Lilly, falls sie mich hört. Wie bitte? Möchtest du die Frage weiterreichen zu den Risiken und den Visionen, den Vorstellungen? Ich habe die Frage aber nicht verstanden. Möchtest du die Frage und den Risiken, Patrick, falls du mich hörst, möchtest du antworten auf die Frage, wo siehst du die Risiken? Ja, genau. Das haben wir schon gemacht, aber wir können ja das Ganze einfach nochmal umdrehen und fragen, wir haben jetzt vielleicht auch eine eher utopische oder auch eine Frage der Kritik und Herausforderung
vielleicht auch nochmal quasi das Positive zu beleuchten. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind 2030, was glaubst du, ist bis dahin möglich, Patrick? Ja, also mit 20, wenn wir uns mal vorstellen, wo ist die Technologie in 5 Jahren, dann kann man sich überlegen, dass wir viel mehr Erfahrung mit der Technologie gesammelt haben. Das bedeutet, dass wir Vorgehensweise haben, die wir Co-Lokationen, wie jetzt zum Beispiel Berlin, USA und Karlsruhe, wie wir das besser handeln hinsichtlich des Delays, hinsichtlich der Kommunikation. Das wird smoother gehen, das wird einfacher gehen. Die Hardware an sich wird sich auch verbessern. Die ist im Moment noch ein bisschen bulky, ne? Das nervt so ein bisschen. Nach einer halben Stunde denkt man, ach Gott, ich trage da so einen Rucksack mit mir rum auf dem Kopf. Das sind alles Dinge, wo ich sehe, dass es besser wird. Auch der Realismusgrad sieht man ja schon an dem neuen Apple-Headset, wird sich enorm erhöhen, was auch der Kommunikation und der Immersion in dieser gemeinsamen virtuellen Situation zugute kommen wird. Und da gibt es dann natürlich auch, was Dirk aus den USA angesprochen hat, hinsichtlich der Akzeptanz, Fortschritte, die wird es auf jeden Fall geben. Was man auch bedenken muss, dass sich erstmal vor der Akzeptanz brauche ich ein Vertrauen in die Technologie. Das heißt, ich brauche erstmal eine große Menge oder eine geeignet große Menge an Leuten, die die Technologie benutzen und weiterentwickeln und sozusagen die Anfangsschwierigkeiten wegdenken, um sie zu verbessern. Aber in 5 Jahren sind wir auf jeden Fall viele Schritte weiter und die Technologie wird uns dabei helfen, näher zusammenzukommen. Mhm. Dankeschön. Vielen Dank. Hat man das jetzt in Berlin auch gehört? Ja. Hast du das in Berlin auch gehört? Ja, das haben wir auch gehört. Ja, auch im Publikum. Das Publikum winkt mir begeistert zu. Das Publikum winkt begeistert zu. Ja, genau. Wie gehen wir weiter vor? Wollen wir noch Fragen ins Publikum stellen? Genau, das wäre jetzt so der Zeitpunkt für Sie jetzt hier bei uns. Ich gucke mal in die Runde. Überlegen Sie sich doch mal eine Frage, was Sie gedacht haben, sozusagen, wo da die Reise hingeht. Sie können auch gerne sozusagen das bewerten, was wir heute hier machen. Aber ich denke, sinnvoller ist es, wenn wir sagen, was können Sie sich vorstellen, dass wir in Zukunft zusammen machen. Sie können da einen Moment drüber nachdenken. Wir haben keine Handmeldungen aktuell. Wie sieht es bei euch aus? Gibt es jemand hier im Publikum, die oder der eine Frage hat? Es ist leider inhaltlich nicht alles rübergekommen, was auch in Berlin passiert ist, aber das ist ja nicht schlimm. Vielleicht eine generelle Frage zu dem Thema Schnittmenge, KI und Extended Reality, Zukunftsvision, Herausforderungen. Gibt es Fragen an unseren Experten hier vor Ort, an Patrick Gebhardt oder vielleicht auch nach Berlin? Bei uns gibt es eine Handmeldung. Ja, wir haben eine Frage. Jacqueline, bringt das Mikrofon. Wahrscheinlich müssen wir die wiederholen, aber. Ja, genau. Es kam ja auch die Frage, wie bewerten wir das heute? Ja, Anlaufschwierigkeiten. Was mich aber interessieren würde, normalerweise gibt es verschiedene technische Lösungen und dann eines schönen Tages kommt Apple und hat die super tolle Lösung, die alles anders und alles besser macht. Jetzt würde mich interessieren, vor allem weil ja auch jemand aus den USA dabei ist, ist die Apple Vision Pro jetzt der Game Changer, das dafür sorgt, dass dann alles wunderbar, smooth und toll funktioniert? Oder? Kann ich gerne was dazu sagen? Bevor du loslegst, ich würde sie kurz. Wir haben parallel in Karlsruhe auch eine Frage eingefangen, die würden wir jeweils wiederholen. Lilly, wiederholst du deine Frage und ich versuche Ihre Frage dann hier zu Zum Publikum, und zwar war die Frage, ab wann es möglich wird, als Endnutzer selbst KI und XA für die eigenen Bedürfnisse zu nutzen. Habe ich das richtig? Content. Sie können es auch gerne behalten, wenn Sie. Dankeschön. Ja.
Ja. Ja. Genau, also die Frage war, ab wann ist es denn möglich, selbstständig, auch ohne das technische Know-how zu haben, den Content zu kreieren und auch selbstständig zu nutzen? Und da würde Patrick direkt was zu sagen. Ja, oder wir warten kurz auf Berlin. Wolf, sagt was? Oder? Ja, ich weiß auch nicht mehr, wir hören es leider nicht. Ich spreche mal und wir sind wahrscheinlich gerade wieder ein bisschen auseinandergerutscht. So vom Timing her. Ich habe eure Frage auch hier, du hast sie wiederholt, wir haben sie verstanden, wir haben hier auch eine Frage. Genau, und wenn Patrick gerne antworten möchte und das jetzt tun möchte, sehr gerne. Das kann ich gerne tun. Also ich finde, das ist eine sehr spannende Frage, weil die Frage zielt darauf ab, inwiefern nicht Computerwissenschaftler oder KI-Forscher oder KI-Expertinnen sozusagen mit der Technologie Inhalte, interaktive Inhalte generieren können. Und das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Zurzeit ist es nämlich nicht so, dass es sehr einfach ist, auf einer interaktiven Art und Weise diese Technologie anzupassen, auf eine natürliche Art und Weise. Und ich wage jetzt mal eine Prognose. Das ist sehr häufig passiert, dass zunächst erstmal so eine gewisse, ein gewisser Möglichkeitenraum aufgespannt wird der neuen Technologie und danach, und wir sind leider noch nicht da, stürzt man sich darauf, wie kann ich denn diese Technologie einfacher beherrschbar machen. Das wird noch eine ganze Zeit lang dauern, aber der große Vorteil ist, es wird sprachbasiert sein. Und das macht die ganze Sache einfacher. Ich kann das jetzt nicht in Jahren sagen, es ist am Horizont da, es ist völlig klar, dass in allen möglichen Bereichen, ob das die Pflege ist, ob das jetzt das Schaffen von Lernmaterial ist, ob das Medizin ist, ob das Ausbildung ist, dass wir dort die Expertinnen und Experten reinbringen müssen, den Content zu verändern. Also ein Educated Guest wird sein, in 5 Jahren sind wir viel besser dran. Gut, ich würde mal die Frage hier bei uns von der Zeit her aufnehmen, auch wenn sicherlich andere der Expertinnen und Experten etwas dazu sagen könnten. Die Frage hier war, wir arbeiten jetzt hier mit Produkten der Firma Meta, im Moment für uns verfügbar, gut entwickelbar, Apple Vision Pro. Apple ist mit in the game. Was machen Sie anders? Wo sehen wir sozusagen am ehesten sozusagen Unterschiede, die etwas besser machen? Ich glaube, wir haben alle nur zu wenig Erfahrung mit der Brille selber im Ausführlichen. Vielleicht kurze Statements. Dirk, Apple, bei euch ja natürlich näher dran. Hast du die Frage gehört? Wäre die erste Frage? Gehört habe ich schon. Aber ich muss leider gestehen, dass ich noch keine Chance hatte, meine Brillenstärke ist ja doch eher ungewöhnlich. Ja. Ich habe noch keine gefunden, an der das funktioniert. Okay, so viel zum Thema Inklusion und ja, Barrierefreiheit. Da sind wir sicherlich nicht ganz da, wo man dann mal sein möchte. Theresa, deiner Seite, Apple Vision Pro Erfahrung? Ja, ich habe dich schon ausprobiert. Wo ich schon einen deutlichen Unterschied sehe, ist in der Auflösung. Sie können ein bisschen wahrnehmen, wie wir die Welt hier sehen. Bei der Apple Vision Pro mit diesem Pass-Through, also wir sehen quasi die Welt durch ein Video und mit den virtuellen Avataren drin. Und dieser Pass-Through ist deutlich besser mit der Apple Vision Pro. Ich habe schon den Eindruck, dass der Realismus da sehr gut gelingt. Das Gerät selbst finde ich persönlich ergonomisch nicht gut designt, weil es noch unbequemer ist, finde ich, wie das hier, weil es extrem schwer ist. Aber ich denke nicht, dass das der Hauptpunkt war. Ich vermute eher, dass Apple mit dieser extrem guten Auflösung und diesem auch guten Mechanismus, die virtuelle und die reale Welt zu mischen. Die haben so einen Reality-Slider, mit dem man VR quasi graduell ausschalten kann. Und das finde ich schon extrem gut gemacht. Mhm.
gut, jetzt muss ich mir so meine Moderationsrolle verlassen und sagen, ja, es ist natürlich insgesamt gut, wenn weitere Angebote auf den Markt kommen, wo man dann sagen kann, ja, was ist eigentlich, was brauchen wir eigentlich, für welche Zwecke? Und Apple hat immer eine große Aufmerksamkeit den Nutzer, Nutzerinnen gegenüber der Interaktion, auch die Überforderung sozusagen zu minimieren. Ja? Gut, wir als Forscher, wir kommen immer natürlich mit Ideen, wollen auch viel, sieht man ja hier. Und das ist natürlich mit einem Standard Daily User nicht die beste Idee, sozusagen alles zu wollen, sondern ihn tatsächlich schrittweise mit gut ausgedachten Funktionen, was die Steuerung, die Handsteuerung angeht, heranzuführen. Insoweit freuen wir uns eigentlich sehr, das und wie Apple das macht. Und wir werden sehen, wie sich das soweit entwickelt. Ich würde jetzt mal Wrap-up machen, wenn das okay ist für euch in Karlsruhe. Sehr gerne, ja. Okay, gut. Genau, unsere Zeit ist leider begrenzt. Wir kommen gerade, glaube ich, so ein bisschen in Schwung. Technisch, Thorsten ist, ich weiß nicht, ob er physisch gegangen ist, aber zumindest ist er für mich nicht mehr sichtbar. Wir danken auf jeden Fall den Organisatoren, fange ich mal da an. Thorsten Felder, das für die organisatorische Seite bei der LearnTech die Fläche, den Slot uns bereitgestellt hat, auch im Wissen, dass das jetzt ein Experiment ist und auch nicht ganz perfekt funktionieren wird, vielleicht. Und genau, auf der Gegenseite hier den Veranstaltern, University Future Festival, Sebastian Horndasch, den wir da immer gut ansprechen könnten, die ganzen Helfer, die Sie hier ja auch sehen, die uns sehr geholfen haben, hier das Setup auch zu testen und überhaupt auf die Bühne bringen zu dürfen. Ich danke meinen eingeladenen Expertinnen und Experten sehr, dass sie sich auch eingelassen haben, ihre Expertise einzubringen, früh aufzustehen, Dirk aus, von weit her anzureisen, genau, Theresa Hirzle, Patrick Gebhardt, vielen Dank dafür. Genau, ich danke dem Team, dir Lilly einzuspringen, für Raphael, genau, der kurzfristig, also sicher auch sehr gerne, falls er uns zuschaut, gute Besserung. Genau, dem Team, das es vorbereitet hat, dem Jonathan, dem Kameramann hier in Berlin, und die andere Kamera müsste da hinten der Martin sein in Karlsruhe aus meiner Sicht, der dort auch im Hintergrund die ganze Technik hat, und andere Leute, die auch in Erfurt und anderswo da mitgeholfen haben, das Ganze zu machen und auch uns gegenseitig bestärkt, dass wir das Risiko sozusagen angehen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit an den Bildschirmen. Das nächste Mal laden wir Sie natürlich nicht über einen Videostream ein, sondern dann sitzen Sie natürlich auch im gleichen Raum wie wir. Wir überlegen uns ein interessantes Diskussionsformat, binden Sie ein, tatsächlich in der Raumsituation. Das könnte ein nächstes Ziel sein, könnte ich mir vorstellen. Genau, und würde von meiner Seite aus mal sozusagen vielen Dank sagen und würde nochmal an Karlsruhe übergeben. Ja, dann würde ich hier auch direkt nochmal anschließen. Vielen Dank an Thorsten, der leider nicht mehr da ist, aber genau an dich, aber auf jeden Fall, Patrick, dass du hier warst. Gerne. Vielen Dank, dass wir an die LearnTech, dass wir das Ganze ausprobieren dürfen. Und vielen Dank an euch, an Sie, dass Sie hier sind, hier geblieben sind, vielleicht auch trotz der technischen sehr großen Hürden, die wir hatten. Es ist ein Experiment. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr mit einem weiteren Fortschritt vielleicht das Ganze präsentieren können. Und vielleicht auch das Miteinander auf Distanz funktionieren. Vielen Dank. So. Vielen Dank. Vielen Dank, ciao. Ja, bye bye. Danke, Dirk, dir einen schönen Tag noch. Ciao. Danke euch allen. Ich unterrichte ja auch und habe mich gefragt, welche Kompetenzen ich brauche, um in solchen Systemen tatsächlich virtuell unterrichten zu können. Da braucht es wahrscheinlich noch eine ganze Menge mehr. Und das ist eine Frage? Nee, das wäre jetzt eine Überleitung in die Mittagspause gewesen, aber wenn du die beantworten möchtest, dann bin ich natürlich total froh. Nein, du hast ja die richtigen Befähigungen, nämlich in der Situation zu agieren, Menschen und Inhalte zusammenzubringen, und das mit der Technik kriegen wir dann auch noch in den Griff. Also ich glaube, heute lag vieles an Internet. Vielen Dank für das tolle Experiment und für den Blick in die Zukunft.